Hallo Freunde der intelligenzbefreiten Callcenter-Anrufe. Ich bin der Callcenter-Crusher und habe heute eine Schnipselparty für euch. 14 Anrufe, die nicht für ein eigenes Video gereicht haben, aber trotzdem zu schade waren, gelöscht zu werden. Also zurücklehnen, zuhören und wundern. Viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, guten Morgen. Ich heiße Mira Schneider von Trading-Plattform IBGate. Ich habe Ihre Werbung auf Allprofit gesehen. So, haben Sie Interesse an Investieren oder Trading? Wen wollen Sie denn sprechen? Ich heiße Mira Schneider. Ja, und wen wollen Sie sprechen? Das ist Herr Ringbach-Bergheimer. Ja? Ja, ist richtig. Okay, super. Haben Sie Interesse an Investierung oder Trading? Kommt ja drauf an. Ich habe mich angemeldet. Wann war denn das? Ja, Sie haben sich angemeldet sechs Tagen. Vor 6 Tagen? Vor 6 Tagen, da. Ja. Vor 6 Tagen, ja, genau. Kann Und ich mich ich nicht habe erinnern. Ihre Anmeldung. Kann ich mich nicht so genau dran erinnern. Aber okay, dann erzählen Sie mal weiter. Okay, haben Sie Interesse an Investierung oder nein? Das hatte ich gerade schon erwähnt. Einen Moment bitte, ich werde meine Kollegin anrufen, okay? Und warum rufen Sie dann jetzt an, wenn Sie einen Kollegen anrufen? Das verstehe ich nicht. Weil ich kann nicht verstehen. Was möchten Sie? Ich habe Ihre Frage beantwortet. Okay. Sprechen Sie kein Deutsch? Ich spreche Deutsch, ja, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Ja, ich spreche Deutsch. Wenn Sie mich nicht verstehen, dann sprechen Sie also folglich kein Deutsch. Ich spreche Deutsch. Aber ich ja, kann warum nicht verstehen. Warum verstehen Sie mich da nicht, wenn Sie Deutsch sprechen? Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Julius, ja? Hören Sie mich? Ist nicht mal... Wen wollen Sie denn sprechen? Den Herr Julius. Ja, nee, Herr Julius. Vor- und Nachnamen bitte. Alles Gute nochmal, Entschuldigung für die Störung, ciao. Hallo? Hallo, guten Tag, Patrick Nowak am Apparat. Spreche ich gerade mit Herr Hans Maaskant? Nee, sind Sie nicht. Mit wem spreche ich bitte? Wen wollen Sie denn sprechen? Also, das ist nicht der Name. Okay, dann Entschuldigung für die Störung, tschüss. Jo. Hallo? Ne, kalispera, sas. Bitte? Kalispera. Kalispera. Hallo? Kalispera, Malaka. Welche Sprache kalispera. Sprechen Sie gerade? Griechisch. Na schön, prima, dann rufen Sie doch mal Griechen an. Sie sind eine Grieche, ja? Ach, ich bin ein Grieche? Matoso Malaka, siehste, ne? Ah. Amalaka. Ein Betrüger. Immer Lack. Ah ja. Hallo Betrüger. Er versteht ja gut Deutsch. Du hast doch mal Lackers, Sisse. Ein Betrüger. Hallo Betrüger. Hallo Betrüger. Hallo Betrüger. Sanasi. Na Betrüger? Ja, Sanasi. Gut, möchtest du noch weiter? Möchtest du noch Franco. Jemanden grüßen? Ja, Franco. Kannst du auch Deutsch sprechen? Nee, kann er nicht. Ja, verstehen schon. Nur sprechen kann er nicht, oder will er nicht. Sie ist eines Malakas, Chemistos. Ja, ja. Chivapchichi. Genau. Deine Mutter. Hallo, Chivapchichi. Re Malaka. Mehr kann er nicht? Der ist kein Grieche. Der kann nur ein Wort.
Du bist ja sehr beschränkt in deinem Vokabular. Wie viele Seiten hat dein Lexikon? Eine? Ist Enas Malakas? Ja, natürlich. Dann hätte man eine halbe. Ja, ja, klar. Mehr kann er das nicht. Das hast du schön abgelesen, Meister. Vor allem braucht er ganz schön lange, um ein Wort auswendig zu lernen, ja. Er ist also ein sehr, sehr dummer Betrüger. Nicht nur ein dummer Betrüger, ein sehr, sehr dummer Betrüger. Na komm, sag's nochmal, das Wort, was du so schön auswendig gelernt hast. Na, sag's nochmal. Komm, komm, gib's uns nochmal. Ja, ja. Komm. Ach, du langweilst uns. Hast du Analsex-Erfahrung, Meister? Ja, versteht er eh nicht. Okay. Doch, verstehen tut er das schon. Aber er will ja nicht verstehen. Das ist ein typischer Grieche aus den Niederlanden. Ja. Also entweder redest du jetzt was oder wir schmeißen dich raus. Danke. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Wie geht es Ihnen? Wen wollen Sie bitte sprechen? Anna Gomez ist mein Name. Ja, und mit wem wollen Sie sprechen? Mit Thomas. Doch, Thomas ist mein Vorname. Ja, hat er. Ah ja, okay. Also, wir haben zusammen gesprochen. Erinnern Sie sich nicht? Nö, ich kriege viele Anrufe. Ehrlich? Warten Sie kurz. Ich muss etwas machen. Warten Sie kurz. Ah ja, und während des Machens können Sie nicht reden. Okay. Ein bisschen warten, bitte. Warum? Weswegen rufen Sie denn jetzt an? Okay, warten Sie. Warum rufen Sie denn jetzt an? Thomas, warten Sie, habe ich gesagt. Nein, ich warte nicht. Warum rufen Sie jetzt an? Also. Bitte? Thomas, du erinnerst mich nicht mir? Du? Du? Ja, du. Nee, nicht du, sie. Du. Nein, nicht sie. Wenn sie mich nicht sieht, dann lege ich direkt auf. Ja, du hast immer diese Gefälle. Okay, tschüss. Ich sage mir, du. Ja, bitte. Ja, hallo. 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 Guten Tag, Jens. Bitte? Jens Nasebart. Ja, ist richtig. Ja, mein Name ist Jason. Ich melde mich von Primarkets wegen einer Meldung, dass Sie unsere Verbindung gemacht haben. Augenblick, ich verstehe Sie nicht so gut. Können Sie es bitte mal wiederholen? Haben Sie mich verstanden? Nein, deswegen sage ich ja, ich verstehe Sie nicht so gut. Ja, okay, jetzt. Sie haben eine Anmeldung gemacht, ja, in die Börse zu arbeiten, im Handel, in einer bei unserer Werbung, bei der Bitcoin Bank. Erinnern Sie sich bitte? Bitcoin Bank? Nee. Ja, es ist eine Werbung, wo Sie gelesen haben, wie kann Sie mit einem Algorithmus zu arbeiten mit den Kryptowährungen, ja? Es ist einfach ein Roboter, das generiert die Operationen für Sie mit Kryptowährungen, ja? Mit Bitcoin oder Ethereum oder Shiba, Dogecoin und so weiter. Ja. Hallo? Hallo? Hallo. Das ist der Heinrich Rüssemöller. Ja, Rutemöller, ja, ist richtig. Okay, ich grüße Sie, Herr. Ich bin Johanna Braun am Apparat vom Blockchain-System. Also, Herr, ich möchte Ihnen sagen zuerst, also wir arbeiten mit unbestätigten Transaktionen und bei uns steht an Ihren Daten, Sie haben ein Kapital unbestätigt. Und das heißt, also Sie haben früher an Online-Handel investiert und Sie haben noch nicht die Profite zurückbekommen, stimmt das? Nee, wo habe ich denn investiert? Also, weil diese Profite, was Sie verdient haben, diese Profite sind blockiert bei Blockchain-System. Also, und hier haben Sie in Ihren Daten 1,9 Bitcoin. Also Blockchain-System, okay? Ja? Ja. Also nicht von der Blockchain.
Blockchain, ja, Blockchain-System. Wir sind ein System, wir sind keine Plattform. Blockchain-System und Blockchain ist ja Unterschied. Ja. Ja, also Sie sind vom Blockchain-System. Ja. Also nicht von der Blockchain. Wo ist das Unterschied? Naja, Blockchain-System ist was anderes als Blockchain. Okay, dann erklären Sie mir das sagen, was meine Sie? Ja, erklären Sie mir doch mal die Blockchain. Was ist die Blockchain? Was ist? Gehen Sie in Google? Nein, und schreiben Sie. Sie sollen mir das erklären. Ihnen das. Und lesen Sie das. Sie sollen mir das erklären. Sie sind doch von der Blockchain. Dann, ja, und wir arbeiten mit dann erklären Sie mir doch mal die Blockchain. Was ist sind die Blockchain? Sie dumm oder was? Was ist die Blockchain? Sind Sie dumm oder was? Sind Sie dumm? Sie sind von der sind Blockchain Sie dumm und, oder und was? Wissen nicht, was die Blockchain ist? Aha, Sie sind also ein dummer was? Betrüger. Okay. Sie sind so schlecht vorbereitet, Sie wissen ja noch nicht mal, was die Blockchain ist. Blockchain-System. Naja. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Wie geht es Ihnen? Thomas ist mein Vorname. Ja, weiß ich. Ja, dann nennen Sie mich bitte beim Nachnamen. Hadamzik. Ja, ist richtig. Ja, genau. Ich bin Anna. Erinnern Sie sich mich? Nee, ich erinnere mich sich nicht. Ja, du erinnerst sehr schön, aber du... Ah, die Betrügerin mal wieder. Hey, die Betrügerin. Genau, richtig. Ich und bin die Betrügerin. Wie geht bei Ihnen? Ich lache. Ganz dumme Betrügerin. Und, möchtest du die YouTube-Zuschauer noch grüßen? Ja? Was? Ja, mal wieder nichts verstanden, ne? Bei gute Deutsch, ne? Du sprichst nicht so gut, deswegen. Du. Und hast du etwas Sinnvolles zu sagen? Ich will nicht sagen, nur ich habe sie angerufen, zu zeigen, dass du bist nicht ein Mann. Ja, genau. Ich bin ja, eine genau, Frau, du bist genau. Eine Frau wie du, ne? Und du bist ein Mann. Nein. Ich bin eine richtige Frau. Aber du bist nicht ein Mann. Ein Mann dumm, hat wirklich Zeit zu essen. Was machst du eigentlich als unbeteiligte? Gehen Sie in eine Schule und lernen Sie wirklich Zeit, mein Lieber. Gehen Sie in eine Schule. Was sagen Sie eigentlich als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz? Weißt du, ich möchte nur sagen, du möchtest nur sagen, du hast gar nichts zu sagen, weil du dumm bist. Du bist sogar dumm, dass du noch nicht mal merkst, dass du gar nichts zu sagen hast. Habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Habe nicht verstanden. Und nun erholen. Wiederholen. Ich habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Ich habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Ich habe nicht verstanden. Telefonleitung ganz schlecht aus Kanakistan. Bitte wiederholen. Bitte wiederholen. Bitte wiederholen. Einfach nochmal wiederholen. Ich habe nicht verstanden. Ich verstehe Sie gar nicht. Können Sie doch einfach mal sagen. Können Sie bitte wiederholen? Ich habe nicht verstanden. Können Sie einfach wiederholen nochmal? Sie haben eine schlechte Telefonleitung. Wollen Sie bitte nochmal was sagen? Ich verstehe Sie gar nicht. Oh, ich verstehe Sie ja gar nicht. Sie haben eine ganz schlechte Telefonleitung. Du bist nur eine Behinderte. Bitte nochmal wiederholen, ich habe nicht so genau verstanden. Du bist nur eine Behinderte.
Du bist nur ein Obdachlos. Bitte nochmal wiederholen, ich habe nicht verstanden. Obdachlos. Bitte wiederholen. Eine Hurensohn. Schön, eine Hurensohn. Du hast nicht mehr Geduld. Ja, komm, erzähl doch weiter. Ich warte darauf. Du hast keine Geduld mehr. Erzähl doch nochmal. Wiederhol doch nochmal. Zeig der ganzen Welt, wie dumm du bist. Du hast keine Geduld zeig mehr. Zeig doch einfach der ganzen Welt, wie dumm du bist. Du hast keine Geduld mehr. Klappt schon prima, der Welt zu beweisen, dass du dumm bist. Klappt hervorragend. Du hast, ich glaube, schon der Großteil der Welt hast du bewiesen, dass du dumm bist. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Anna Wolf von Portraits Online Handeln. Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Sie haben auf unserer Plattform angemeldet, ist richtig? Wann denn? Heute. Und Sie haben vorher auch auf unserer Plattform angemeldet, ist richtig? Sie haben zweimal oder weiß ich nicht, also Sie haben schon noch ein Handelskonto bei uns, ist es richtig? Welches ist denn Ihre Firma nochmal genau? Portraits, Investitionsplattform sind wir. Nee. Online-Handeln. Und wieso soll ich mich damit zweimal angemeldet haben? Wie heißen Sie? Ja, wen wollten Sie denn anrufen? Also Marco Rindenstamm. Richtig. Und Sie haben ein Handelskonto bei uns, es ist noch nicht aktiv. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren mit 250 Euro? Können Sie Ihre Konto starten? Das kann durchaus so sein. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Also Sie haben vorher auch auf unserer Plattform angemeldet, aber Ihre Konto ist immer noch nicht aktiv. Also ich habe mich erst einmal angemeldet. Wann? Ja, heute. Heute. Okay, also ich sehe hier, Sie haben noch ein Handelskonto, weiß ich nicht, also gibt es ein Problem oder was? Möchten Sie Ihre Konto aktivieren, Herr Rindenstamm? Das habe ich Ihnen doch gerade schon mal erzählt. Hören Sie mir nicht zu, oder? Mit 250 Euro. Das kommt drauf an, was bieten Sie denn? Okay, wie würden Sie das tätigen, mit Kreditkarte oder mit Überweisung? Vielleicht erzählen Sie erstmal, was Sie mir anbieten. Ich denke, wir haben vorher auch gesprochen mit Ihnen, Herr Rindenstamm. Aber Sie haben noch nichts gemacht, also Ihre Konto immer noch nicht aktiv. Also ich weiß nicht, also wann möchten Sie dann machen? Ich sagte doch gerade, wir telefonieren das erste Mal heute. Ich habe mich heute erst angemeldet. Also wir haben zwei Systeme auf unserer Plattform, automatisches System und manuelles System, ja?
auf automatisches System. Hier gibt es einen Roboter, wir heißen das Algorithmus. Und dieser Roboter werde alles für Sie fertigen. Ja? Ja. Auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Kundenbetreuer bekommen und diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Das bedeutet, Sie brauchen nicht zu tun. Also entweder Sie können mit Robotersystem reden oder mit Manuellsystem, ja, mit Kundenbetreuer. Wie würden Sie das, also wie mössen Sie investieren, Herr Rinderstamm? Mit Robotersystem oder Manuellsystem? Ich denke mal das robotische System. Und Sie können mit 250 Euro Ihre Konto starten. Wie würden Sie das tätigen? Ja, könnte ich so machen, ja. Das ist richtig, wenn ich ein bisschen was über Ihre Firma weiß. Also Sie haben angemeldet und haben Sie unsere Webseite besucht und alle Informationen durchgelesen? Nee, da war ja nicht so viel zu lesen. Was möchten Sie dann wissen? Zum Beispiel, von wo aus rufen Sie denn an überhaupt? Wo sitzt Ihre Firma denn? Herr Rinderstamm, ich denke, wir haben vorher auch gesprochen. Sie fragen immer solche Fragen. Ach, und Sie wollen solche Fragen nicht beantworten? Wir antworten, aber Sie müssen auch durchlesen. Ja, wir haben Webseite und Sie können auch informieren. Also Sie wollen mir keine Fragen beantworten, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Bitte machen Sie keinen Spaß, ja? Ich mache auch keinen Spaß. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Andreas, ja? Beininger Andreas. Ja? Hören Sie mich? Novak, mein Name, ich melde mich von Accounting.com. Wie geht's Ihnen? Gut, mit wem wollten Sie sprechen? Andreas Beininger. Sehen Sie das? Nee, bin ich nicht. Also falsche Nummer, oder? Ja. Alles Gute dann. Ja, so ein klein wenig schon, ja. Wenig, so darf man fragen. Also, haben Sie selbstständig gehandelt? Ja. Oder vielleicht mit anderen Unternehmen? Ja, vielleicht auf Binance oder etwas Coinbase oder andere, ja? Nein. Okay. Und ich möchte Ihnen auch fragen, haben Sie womit haben Sie gehandelt? Vielleicht erzählen Sie doch erstmal, was. Ja, mit Aktien. So, und jetzt sind Sie dran zu erzählen und nicht nur Fragen zu stellen. So, wir können Ihr Konto aktivieren, wenn Sie wollen. So, ja, ich kann Ihnen helfen, was diese Woche. Aber Sie haben alle Informationen im Werbung gesehen. So, welche Informationen brauchen Sie? Ja, zum Beispiel, wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Wo sind Sie reguliert? So, wir sind eine internationale Investmentgesellschaft, aber unser Hauptbüro ist im London, Großbritannien. Und sagen Sie mir bitte, vielleicht sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? Nein, ich spreche Deutsch. Deutsch. Aber Sie wissen Englisch nicht. Wenn ich Englisch sprechen würde, dann wüsste ich Englisch. Sie stellen ja dumme Fragen. Vielleicht. Okay. Was ist daran jetzt lustig? Ja, das ist sehr lustig. Deshalb, ich habe gehört, dass Sie haben mit anderen Personen gesprochen und das ist sehr komisch, wenn Sie versuchen, mit mir auch sprechen und sagen eine komische Fragen und so weiter. Sie können ja nicht mal einen Satz gerade aussprechen. Sie kann nicht etwas sagen. Sie können ja gar nicht gerade aussprechen. Warum rufen Sie denn Deutschland an, wenn Sie gar nicht Deutsch sprechen? Deshalb, ich bin Kroatischer und ja, und deswegen rufen Sie sich in Deutschland an. Okay, weil Sie schlecht Deutsch sprechen. Okay, habe ich verstanden. Deshalb, das ist meine Arbeit und ich arbeite mit Deutschkunden. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Heißmann? Ja, das ist richtig. Hallo, also Lena Neumann ist mein Name. Ich bin von ICU Assets. Also Sie haben sich damals bei uns für Online-Trading angemeldet. Wie ist Ihr Name nochmal? Neumann. Neumann, okay.
Also wie gesagt, ich bin Kontoberaterin, ich bin zuständig für Ihre Kontoaktivierung. Könnten Sie mir bitte sagen, also sagen Sie mir bitte, ob Sie irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich haben? Oder ist das alles Neuland für Sie? Ich habe schon länger ein Konto, ja. Okay, wo? Bei meiner Bank. Es ist ja klar, also das ist... Ja, warum fragen Sie dann, wenn das klar ist? Es geht um Online-Trading. Ach so, das haben Sie also, so nicht gesagt. Am Anfang haben wir das gesagt. Gut, und welche Firma sind Sie jetzt? ICE Assets. Sie haben sich über eine Werbung also bei uns registriert, also die Daten hinterlassen. Über welche Werbung? Bitte? Über welche Werbung? Moment. Hallo, ist der Telefon kaputt? Hallo, ist Ihr Telefon kaputt? Dauert, ist Ihre Stimme gar nicht mehr zu hören? Doch, doch. Nee, es aber ich dauert muss leider auflegen, sorry. Ach, Sie müssen auflegen. Ich warum muss haben leider, Sie dann angerufen? Ja. Wenn Sie auflegen wollen, warum es haben Sie dann Grund angerufen? Dafür. Es gab Grund dafür, aber ich muss leider auflegen. Dankeschön, danke fürs Gespräch und schönen Tag noch. Tschüss, ciao. Betrüger! Hallo? Hallo. Ja? Ja? So, ich bin noch einmal. Jetzt lassen Sie mich ganz kurz reden jetzt, über das, wer was... Wer ist ich? Jetzt, ich werde reden, okay? Nee. Ja. Nein. Und machen Sie keine Kindspiele mit mir. Wie alt sind Sie denn? 2 Jahre alt. Tschüss, Betrüger. Was für eine Betrüger meinen Sie? Betrüger sind Sie. Gehen Sie mal im Kindergarten. Ein Betrüger. Ein ganz dummer Betrüger. Haben Sie die Tablette genommen? Haben Sie die Tablette ist genommen geil. Heute? Der hält sich für schlau, dieser Betrüger. Ich lach mich tot. Haben Sie heute die Tabletten genommen? Ja, na, ich kann's für... ist das geil. Wie ein Betrüger ist... das werdet ihr nie rausfinden, weil ihr zu dumm dazu seid. Wie heißen Sie auf YouTube? Ach, ich hab's gerade. Sie haben irgendwie Hörprobleme, richtig? Normal? Ja, das sagte ich gerade. Ja, ich habe mit dem Hören habe sehr Probleme. Ja, ich habe Probleme mit der Hören. Eine von meinen große Probleme mit der Hören. Stimmung jetzt. Ja. Habe Probleme mit der Hören. Aber es tut mir sehr leid, dass Sie sind so das dumm. Das tut Sie ne? sehr leid. Oh, Sie ist müssen ja auf jeden Fall wollen auch behindert Sie Ihre Mutter grüßen gehen, und sagen, hey, Mommy, ich bin ein fürchterlicher Scammer geworden. Ja, normal. Oh mein Gott, es tut mir wirklich leid. Oh mein Gott. Es tut mir wirklich leid. Nehmen Sie das Tablette bitte, weil Ihr Kopf geht nicht gut. Ja. Nehmen Sie Tabletten. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Tschüss, Betrüger. Weinen. Tschüss, Betrüger. Die lernt es nicht. Tschüss, Betrüger. Ciao, ciao. Ciao, Betrüger. Oder hast du noch was zu sagen? Möchtest du deine Mutter grüßen und sagen, ich bin ein blöder Scammer geworden, ich versuche, die Deutschen zu bescheißen? Möchtest du nicht eingestehen, dass du eine Schande für deine Familie und für die Menschheit bist? Hurenkorn, du Schwul! Ich Ja, ja, das ist ein seriöses Unternehmen, ich höre es schon. Hallo? Grüß Gott, hallo? Hallo. Grüß Gott, schönen guten Tag. Mario Wolte ist an der Leitung, aber dir mit den Herren Jansson und Reismann sprechen. Jason Reismann, ja. Nicht Jansson. Jason. Okay, dann sagen Sie mir bitte eine Frage an Sie. Hier steht, dass Sie sich hier angemeldet haben auf unserer Seite bezüglich der Informationen. Bin ich hier richtig? Ja, ich weiß ja nicht, welche Informationen Sie haben. Welche Seite sind Sie denn? Das haben Sie doch gar nicht gesagt. Ich entschuldige mich, ich melde mich aus SwissFest. Sie haben sich hier angemeldet auf dem Media Edge bezüglich die Informationen für die automatische Software, wie das Ganze funktioniert. Wo war das? Media Edge oder was? Genau, auf diese Werbung haben Sie sich hier angemeldet. Wann habe ich mich denn da angemeldet?
hier steht, das war jetzt von knapp 2 Minuten lang. Nee, das war nicht bei Emilia Edge. Nicht. Eine Frage dann. Sie haben sich ja angemeldet ja für die Informationen für die automatische Software da, von der Investition von 250. Richtig, aber nicht bei Emilia Edge. Sondern, wenn ich fragen darf, wo denn? Ja, müsste ich nochmal gucken, das war bei Gasertrag. Gas? Gasertrag? Ja. Woher haben Sie jetzt meine Nummer dann, wenn Sie gar nicht die Firma Gasertrag sind? Weil, tut mich gerade auch selber wundern. Ah, das tut Sie wundern, ja. Okay, eine Sekunde mal, eine Sekunde. Das war die Schnipselparty und ich hoffe, ihr konntet ein wenig schmunzeln. Danke, dass ihr dabei wart und lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Bis zum nächsten Video, bleibt gesund und ade.